Ich gehe nie wieder in diese Talkshow von diesem alten geilen Bock. Der leidet doch an einem Fall von nicht... Oh Gott, was ist das denn? Der leidet an einem Fall von nicht heilbarer Fomelitis. Nein, nein, nein. Und das betrifft sämtliche Talkshows. Nein! Anscheinend hast du es geschafft, mal einen meiner Befehle auszuführen. Wenigstens einmal. Und warum hast du meinen Morgenmantel an? Ich fand den seidigen Stoff so schön auf der Haut. Na, wie gefällt dir meine Aftershow-Party? Ist doch eine Wahnsinnsfete, findest du nicht? Oh nein, sie ist alles andere als Wahnsinn, weil keiner gekommen ist. Tief in mir drin bin ich auch nur ein kleines, unbeliebtes Mädchen. Ja. Oh Gott, ich bin so unendlich müde. Wow, 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 kein Schritt weiter, Sie heißer Feger. Ich bin genau die richtige Joey Parker. Also lass es uns machen. Ich meine damit das Duett. Du kennst doch ein Duett. Sing ein Duett mit mir. Tut mir leid, nur über meine Leiche. Das war sehr unhöflich, weil ich kein Duett mit dir singen würde, Mister. Selbst wenn wir die letzten Menschen auf diesem Planeten wären, okay? Und dieser Planet hier von Affen übernommen worden wäre, auch da nicht, der mir so ein paar wie eine Million dafür bieten würde. Ich würde es nicht tun. Hey, wo warst du denn die ganze Nacht? Ich mache hier gerade ein bisschen Yoga. Hey, hast du etwa geweint? Oder hast du immer so verquollene Augen? Ist mir nie aufgefallen, was ist passiert? Ich möchte lieber nicht drüber reden. Ach komm schon, red mit mir. Komm, setz dich. Na komm. Komm schon, setz dich. Na los. Na gut, setz dich auf die Hand. Geht es um Joey, Schätzchen? Oh, ich hab's doch gewusst. Hat er jemanden gefunden, der hübscher und erfolgreicher ist als du? Oh, das tut mir leid. Das tut weh. Nicht, dass mir das auch mal passiert wäre, Schätzchen. Ich kenne das aus einem Schauspielkurs. Aber ich werde dir einen Rat geben. Dieser Joey ist in Hollywood auf dem Weg zu einem A-Promi. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es ist sinnlos, ihm nachzuweinen. Es ist geradezu erbärmlich. Ich bin so glücklich, wenn ich endlich nach Manhattan ziehen kann. Oh, habe ich etwa vergessen, dir das zu sagen? Anscheinend. War mein Fehler. Sie haben angerufen, die Audition fällt aus. Es war ein Irrtum. Was? Du lügst. Leider nein. Der Brief mit der Absage liegt irgendwo in diesem Haufen hier, den du aufräumen sollst. Fang an und du findest ihn. Dieses kleine Gespräch hat mich sehr gefreut. Ich wollte schon immer mal die Mutter für dich sein, die du nie haben wirst.